Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Zur frühen Stunde ohne Ankündigung und wie ich weiß, werdet ihr auch nicht benachrichtigt. Zumindest die meisten von euch. Ihr könnt ja, falls ihr hier reinkommt, schnell euren Kunden, wollte ich gerade Bescheid sagen, euren Freunden das melden, dass es hier ein Livestream gibt. Ich wollte kurz einige Worte, einige Gedanken loswerden zur frühen Stunde und eventuell könnt ihr das Video auch nachher teilen. Ich wollte euch auch nochmal darauf aufmerksam machen, das haben viele immer noch nicht mitbekommen, dass mein alter Instagram-Account mit über 30.000 Followern von Instagram stillgelegt wurde. Deswegen macht ihr mal darauf aufmerksam, auf Pierre Vogel Abu Hamza, auf diesem Kanal hier. Auf jeden Fall. Momentan haben wir es wirklich mit Zeiten zu tun, die mich sehr zum Nachdenken bringen. Ja? Wenn ich mir die Solidarität anschaue, die in Deutschland den Ukrainern entgegengebracht wird, da stelle ich mir wirklich die Frage, wo stehen wir Muslime? Man muss sich das mal vorstellen. Deutschland bringt sich mehr oder weniger in große Gefahr, dass es wirklich zu einem großen Krieg kommt. Ja? Aber das interessiert sie nicht großartig. Es werden Waffen geliefert, die Menschen werden dort, auch die Kämpfer, medizinisch versorgt. Alles Mögliche. Es werden Embargos gestartet und so weiter und so fort. Überall wird darüber diskutiert, wie man den Menschen helfen kann in der Ukraine. Überall. Und dann schauen wir, überall werden Menschen aufgenommen. Es stehen sogar Leute am Bahnhof. Ja, stehen Leute am Bahnhof. Und bieten in Berlin den Ukrainern an, sie zu Hause bei sich aufzunehmen. Ja? Und dann schaue ich mir die Situation an in unseren Ländern, in unseren muslimischen Ländern, ja, wo wir sagen, wir sind die beste Umma und dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir dass der Achlag unserem Besten beigebracht wurde durch den Propheten, was ja auch Realität ist. Aber dann schauen wir, wie das umgesetzt wird. Und dann sehen wir, zum Beispiel im Syrien, im Krieg in Syrien, dass zum Beispiel in den Golfstaaten, ja, zum Beispiel in Katar, Syrer, die seit Jahren in Katar gelebt haben, und Katar ist noch eins der humanen Länder, muss man dazu sagen, ihre Familienangehörigen, die im Krieg sind, nicht nach Katar holen konnten. Ja? Stattdessen werden jährlich, was weiß ich, wie viele Tausende Philippiner, Inder, was auch immer, als Arbeiter gebracht. Ja? Aber den Flüchtlingen wird so gut wie gar nicht geholfen. Es ist nicht die Bevölkerung unbedingt, weil ich habe selber mit Leuten aus Katar gesprochen, die mir das ja erzählt haben, die sich darüber aufgeregt haben. Ja, und dass das eine Schande ist, dass im Westen den Leuten mehr geholfen wird. Und man müsste sagen, ja, den Syrern und Irakern wurde auch hier geholfen. Vielleicht nicht mit demselben Enthusiasmus, wie jetzt den Ukrainern geholfen wird. Und aber trotz alledem wurden hier sehr viele Syrer, Iraker etc. aufgenommen und geholfen. Mehr als in den muslimischen Ländern. Das ist, ehrlich gesagt, eine absolute Katastrophe ist das. Und es nützt aber nichts, ich mag es nicht, auf die Finger mit den Ländern zu zeigen. Ja, die Länder. Sondern für mich ergibt sich immer die Frage, was kann ich für einen Beitrag leisten und was habe ich für einen Beitrag geleistet? Was Syrien angeht, ja, so haben wir damals Benefizskalen gemacht.
um Gelder zu sammeln für humanitäre Hilfe dort. Aber das wurde ja dann so verkauft, als wenn das eine Terrorunterstützung ist. Und im Endeffekt hat es einen mit einem Bein in den Knast reingebracht. Ja? Weil das eine unheimlich gefährliche Sache ist. Und heute fragen uns manchmal Leute, ja, ich werde zum Beispiel manchmal angeschrieben. Ja? Hey, ich bin aus der Familie so und so, wir leben dort und dort. Kannst du uns Geld schicken? Geld schicken nach Syrien? Sven Lau ist in den Knast gegangen für 250 Euro, die er jemandem gegeben hat. Wenn wir das machen würden, das ist das, worauf man natürlich in Deutschland nur wartet. Okay, das ist jetzt meine Situation. Das heißt, in diesem Bereich zu arbeiten, ist zumindest in vielen Stellen in der Welt absolut unmöglich. Absolut unmöglich, weil der deutsche Staat sofort versucht, irgendwie die Sachen umzudrehen, um uns die in die Schuhe zu schieben. Okay. Aber das ist nur ein Weg. Es gibt ja verschiedene Sachen, wie man helfen kann. Zum Beispiel, indem man auf Ungerechtigkeiten aufmerksam macht, etc. Aber aufmerksam machen alleine nützt auch nicht immer was. Ja, wir machen oft schicken mir Leute, das machen wir darauf aufmerksam, machen wir darauf aufmerksam. Dann sage ich ihnen dann, welchen Nutzen bringt das dann, wenn ich darauf aufmerksam mache? Auf diese oder jene Sache, auf dieses oder jenes Verbrechen. Na, also wie gesagt, weil manchmal werden mir Sachen geschickt. Da und da ist das und das passiert. Mach mal darauf aufmerksam. Meine Frage ist dann immer für mich selber, okay, wenn ich darauf aufmerksam mache, welchen Nutzen bringt das dann? Welchen Nutzen bringt das, wenn ich darauf aufmerksam mache? Zum Beispiel, da und da ist der Muslim in XY dieses und jenes passiert. Sehr häufig kriege ich sowas. Oder sagen wir lieber nicht sehr häufig, sondern um genauer zu sein, ab und zu bekomme ich sowas. Da ist einer Muslim in dieses und jenes passiert, mach mal darauf aufmerksam. Und in den meisten Fällen mache ich nicht darauf aufmerksam. Warum? Denn ich sage mir, wozu führt das? Wenn ich darauf aufmerksam mache, da ist zum Beispiel eine Muslimin geschlagen worden. Es führt eher nur dazu, in meinen Augen, und vielleicht irre ich mich da auch, weil das ist mein persönlicher Ijtihad, dass die Frauen mehr Angst bekommen, Hijab anzuziehen. Beispielsweise. Oder mehr Paranoia bekommen, weil das trotzdem immer noch ein Einzelfall ist. Okay? Aber im Prinzip muss man sich fragen, wo liegt die Lösung? Das sind Sachen, liebe Geschwister, die ich mir die ganzen Jahre über gestellt habe. Und um erfolgreich zu sein, ist es sehr, sehr wichtig, sich selber zu kennen. Die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen. Erstmal auf individueller Basis. Und dann die Stärken und Schwächen von uns zu kennen. Und nach den Ursachen zu fragen. Was ist die Ursache, dass wir ganz klar und deutlich nicht die Zivilcourage haben, nicht den Zusammenhalt haben, wie beispielsweise die Menschen im Westen? Ich meine, ich sehe es hier bei mir im Dorf, wurde das Bürgerhaus in blau-gelben Farben angestrahlt. Muss man sich mal vorstellen. Wenn aber gesagt wird, guck mal, dem und dem Muslim oder diesen und jenen Muslim ist dieses und jenes geschehen, traut sich keiner aufzustehen oder irgendetwas dazu zu sagen. Warum ist das so? Ich stelle euch die Frage. Nehmen wir mal ein Beispiel, weil ich sag mal, bestimmte Probleme, die am anderen Ende der Welt sind, ja, da ist immer schwierig, etwas zu verändern. Nehmen wir mal unsere Probleme vor der Haustür, okay?
Okay, unsere Probleme vor der Haustür. Beispielsweise vor Jahren habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass ein gewisser Muhammad Rashide, ja, dazu da ist, um den Islam in Deutschland zu verfälschen. Jetzt sehen wir zum Beispiel Schulbücher, wo mein Bild zum Beispiel abgebildet wird. Ein paar Jahre später, 2013 war das mit diesem Muhammad Rashide, ja, wo ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das Ziel darin besteht, einen Islam zu kreieren, der eigentlich kein Islam mehr ist. Das heißt, wir schreiben Islam drauf, aber es ist kein Islam. Okay? Und jetzt sehen wir Schulbücher, wo mein Name abgebildet wird. Salafisten, Salafisten, Salafisten. Und woran erkennt man Salafisten? Und wenn man sich das genau anschaut, ist dann ein Muslim eigentlich jemand, der genau das, was ich damals gesagt habe, den Islam so versteht, wie heutzutage der Durchschnittschrist das Christentum versteht. Ja, ich habe Zweifel in der Religion, ja, ob Jesus wirklich von der Jungfrau Maria geboren wurde, das weiß ich ja nicht. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Moses, ob der das Meer getrennt hat, gespalten hat, weiß ich auch nicht. Das heißt, alles ist relativ. Man kann auf einmal alles anzweifeln. Und dann siehst du auf einmal Leute, die ganz offiziell mit dem deutschen, vom deutschen Staat unterstützt werden. Ganz offiziell. Siehst du sie, wie sie auf ihrer Seite gefragt werden, ob Zweifel in der Religion Kuffer ist? Und dann sagen sie, nein, natürlich nicht. Zweifel ist nie Kuffer. Zweifel ist nie Kuffer? Ach so. Das heißt also, wenn, was ist denn dann Iman? Was ist denn Iman? Was ist das genau? Was gehört zum Grundprinzip des Iman dazu? Ich gehe jetzt noch nicht mal in die komplette Definition des Iman hinein. Das Mindeste ist Tasdiq, dass du das, was Allah sagt, für wahr hältst. Wenn du das nicht hast, dann hast du mit Iman schon mal nichts zu tun. Er ist derjenige, der euch erschaffen hat, euch Menschen. Von euch gibt es Mu'min und Kafir. Okay, das ist, was Allah sagt. Mu'min oder Kafir. So, was gehört zum Iman? Also, dass man Mu'min ist, mindestens dazu, dass man das, was Allah berichtet, für wahr hält. So, wenn also Allah sagt, das und das ist geschehen in der Vergangenheit und das wird geschehen, klar und deutlich, und diesen und jenen Propheten gab es. Und dann sagt jemand, ja, man kann ruhig daran zweifeln, an den Prophetengeschichten. Ja, ob das wirklich so geschehen ist? Hab ich dann Iman an diese Geschichten? Frage. Habe ich dann Iman an diese Geschichten? Frage an euch, wenn jemand sagt, ich zweifle, dann habe ich keinen Iman, genau. Das ist Grund, und was ist dann? Dann ist man Käfer. Das heißt, zu sagen, Zweifel ist nie Kuffer, was ist das? Das ist eine Agenda, dass wir den Islam genauso verstehen, wie der Durchschnittschrist in Deutschland heute das Christentum versteht. Versteht ihr? Und das sind Sachen, die wir heute sehen. Und jetzt will ich wieder auf das Thema zurückkommen. Das ist das, was wir vor Jahren gesagt haben. Jetzt stelle ich euch die Frage. Als ihr gesehen habt, vor Jahren, 2013, als ich Vorträge gegen den Muhammad Rashide gemacht habe, Bruder, darüber haben wir schon bestimmt 50 Vorträge gemacht, warum gegen den Islam gehetzt wird. Gib einfach mal die Suchbegriffe ein bei YouTube oder schau dir den Vortrag an, der schleichende Euro-Islam.
So, auf jeden Fall. So, jetzt nochmal. Damals 2013, als ich auf dieses Problem mit Mohanad Rashide aufmerksam gemacht habe und bestimmt 20 Vorträge gegen den gemacht habe, wodurch er sogar einige Sachen, das hat man mir berichtet, in seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit verändert hat. Ne? So. Und er sagt in seinem Buch ganz klar und deutlich, ja, sagt er, die Hölle ist demnach kein Ort der Bestrafung. Das heißt, die Hölle ist kein Ort der Bestrafung, das ist nur metaphorisch zu verstehen. Das ist ein klares Leugnen der Bestrafung. Das ist eine klare Leugnung der Hölle. Wenn ich sage, die Hölle ist kein Ort der Bestrafung, habe ich die Hölle geleugnet. Punkt. Ja, weil gesagt wird, Pierre Vogel behauptet, er hat gesagt, er leugnet die Hölle. Ja, klar leugnet er die Hölle. Wenn ich sage, mit Allah ist kein anbetungswürdiges Wesen gemeint, habe ich Allah geleugnet. Klarer Fall. Wenn ich sage, mit der Erde ist kein Planet gemeint, habe ich die Erde geleugnet. Wenn ich sage, mit einem Auto ist kein Fahrzeug gemeint, habe ich das Auto geleugnet. Man kann uns nicht für doof verkaufen. Das ist klar und deutlich, ist das. Und wenn man den Kontext von ihm sieht, ist es noch klarer und noch deutlicher. So, jetzt, 2013, fast 10 Jahre her, als es zur damaligen Zeit angefangen hat, mit diesem Hanaf Rashide. Jetzt die Frage an euch. Was habt ihr gemacht, um mir damals zu helfen? Ich gebe das nur als Beispiel. Es gibt bestimmt genügend Sachen, wo man helfen kann. Und das ist das Problem. Was haben wir getan? Aber dann kommt wieder dieses, und jetzt kommt das Problem, was wir haben. Damals habe ich mit jemandem geredet. Den habe ich getroffen. Der geht zum Islamunterricht in die Moschee. Und da habe ich ihm erzählt, ja, die wollen in Deutschland den Islam verfälschen, XY, dieses und jenes und so weiter und so fort. Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Er meinte zu mir, ja, wenn der deutsche Staat das machen will, dann können wir sowieso nichts dagegen tun. Da habe ich gesagt, du Billa, sag ich, was ist das denn für ein Tauhid-Verständnis? Was ist das für ein Tauhid-Verständnis? Du redest, du gehst in die Moschee, redest über Tauhid und sagst, wenn der deutsche Staat das machen will, können wir sowieso nichts dagegen tun. La hawla wa la quwwata illa billah. Wer ist Allah? Allah ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher, Besitzer des ganzen Universums. Du sagst, wenn der deutsche Staat was machen will, können wir sowieso nichts dagegen tun. Das ist das erste Problem. Schau dir an, diese ganzen Ukrainer jetzt, die am Kämpfen sind. Was sagen die? Die sagen, wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen, sagen die. Warum kämpfen die? Weil die glauben, dass sie gewinnen werden. Die sagen, wir werden gewinnen. Schau es dir an. Schau dir die Nachrichten an. Aber was sagen wir Muslime? Wir können sowieso nichts machen. Wir können nichts machen. Das erzählt mir einer. Das erzählt mir einer. Der geht in die Moschee zum Unterricht. Dann lernt er dort Tauhid Uluhiyya, Tauhid Rububiyya, Tauhid Esma'i wa Sifat. Und dann sage ich denen, wir müssen was machen gegen den Mohanad Rashide. Die wollen in Deutschland durch den Islamunterricht in den Schulen die Religion verfälschen. Dann sagte ich, ja, wenn der deutsche Staat das machen will, dann können wir sowieso nichts dagegen tun. Dein ganzer Unterricht von Tauhid Uluhiyya, Rububiyya, Esma'i wa Sifat hat gar nichts gebracht. Der Tauhid, das ist bei dir alles nur Theorie, ist das bei dir. Nur Theorie. Das ist nur Theorie bei dir. Ganz klar und deutlich. Das ist unser Problem. Dass wir kein Vertrauen auf Allah haben. Guck mal, liebe Geschwister, die ersten Sachen, die vom Koran herabgesandt worden sind,
ersten Sachen, die vom Koran herabgesandt worden sind. Gerade in der mekkanischen Zeit, woran man eine mekkanische Sure erkennt, sind erstmal Ermahnungen vom Jenseits und die Prophetengeschichten. Und was ist meistens immer der Tenor der Prophetengeschichten oder die Botschaft der Prophetengeschichten? Was ist meistens die Botschaft davon? Die Botschaft ist, in den meisten Fällen, eine Person, ein Prophet, ruft zur Wahrheit gegen eine Übermacht, bleibt standhaft, macht weiter, ist flexibel, bekommt Probleme und am Ende ist er siegreich. Und am Ende ist er siegreich, egal welche Zweifel ihm eingeredet werden. Und welche Geschichte von welchem Propheten wird am meisten erwähnt? Die Geschichte von Musa a.s. Was ist die Weisheit dahinter von Musa a.s.? Was ist die Weisheit dahinter? Warum wird ausgerechnet die Geschichte von Musa a.s. am meisten berichtet? Weil er es mit einem Tyrannen zu tun hat und Allah wusste, wallahu alam, dass wir es mit vielen Tyrannen bis zum jüngsten Tag zu tun haben. Weil er es mit Leuten um sich herum zu tun hatte, die ihm Zweifel eingeredet haben. Und er wusste, wir werden es zu tun haben mit Leuten, die Zweifel einreden. Was ist passiert, liebe Geschwister? Er steht am Roten Meer. Steht er. Und hinter ihm ist die Armee des Pharaos, der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit. Heutzutage können die sich immer noch nicht erklären, wie sie die Pyramiden gebaut haben. Er steht vor dem Meer. Und seine Augen sagen, kein Ausweg. Und neben ihm stehen die vom Banu Israel, reden ihm Zweifel ein. Hier, schau mal, da, die Probleme. Und was sagt er? Aber nein, mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten. Das heißt, es wird einen Ausweg geben. Und das ist eine Botschaft, die in unsere Herzen reingehen muss. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwelche Theorien auswendig zu lernen. Von irgendwelchen Besserwissern. Ja? Die sich darüber diskutieren, was hat dieser und jener Gelehrte vor 100 Jahren über diese und jene Messella gesagt, die mit unserer Lebensrealität, die wir vor unserer Haustür haben, nichts zu tun hat. Das ist typisch vom Scheitan, um uns vom eigentlichen Sinn abzulenken. Liebe Geschwister. Und jetzt sehen wir so klar und deutlich. Überall laufen sie mit der Ukraine-Flagge rum. Überall sind sie. Sogar bei mir im Dorf strahlen sie das Bürgerhaus in den ukrainischen Flaggen an, um diesen Zusammenhalt zu zeigen. Aber bei uns, ihr müsst euch das mal vorstellen, gehen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich sage immer, weil die einfachen Beispiele, weil wir brauchen gar nicht über ein Problem in China oder so zu diskutieren, wenn wir wirklich noch nicht mehr in der Lage sind, die einfachsten Widerstände vor unserer Haustür zu klären. Da brauchen wir gar nicht davon zu reden. Guck mal. Ich kann in ganz Deutschland in 99,99% der Moscheen keine Vorträge machen. Wisst ihr warum? Warum kann ich in 99% der Moscheen in Deutschland keine Vorträge machen? Warum? Sagt es mir. Ich warte auf eure Antwort. Warum kann ich in 99% der Moscheen in Deutschland keine Ordnungsamt Verfassungsschutz? Sehr oberflächlich. Was machen die denn, Ordnungsamt, Verfassungsschutz? Bekämpfen, ja, wie bekämpfen die da aber?
Deutsch, die unterdrücken die Wahrheit, ja, aber wie? Angstverschließung der Moschee? Ja, das ist Dummheit. Du kannst keine Moschee schließen, weil ich einen Vortrag da mache. Die Leute kommen nicht zu den Vorträgen, haben Angst, radikalisiert zu werden. Das ist nicht so ganz korrekt, weil es würden ja schon sehr viele Leute kommen. Weil die Moscheen Angst haben und sich von der Regierung Angst machen. Ganz genau. Die Moscheevorstände stehen der Dauer im Weg. Das ist der Punkt. Man hat diese Leute die Köpfe eingeschüchtert. So, aber jetzt kommt das Nächste. Warum sagen die Leute, die in der Moschee den Beitrag bezahlen, nicht? Pass mal auf, entweder hier passiert etwas oder wir bezahlen nichts mehr. Es muss ja nicht per Vogel kommen. Mit den meisten Leuten, mit denen ich rede und frage, und ich frage euch jetzt, seid ihr zufrieden mit den Angeboten, die bei der Moschee in eurer Stadt angeboten werden? Wir reden jetzt nicht von der Moschee in Braunschweig. Okay? So. Seid ihr zum Beispiel zufrieden mit den Angeboten der Moschee für die Dauer in eurer Stadt? Seid ihr damit zufrieden? Frage. Das ist die Frage. Seid ihr damit zufrieden? So. Die meisten von euch werden sagen, auf gar keinen Fall. Ich weiß es ja schon. Ja? Die meisten von euch werden sagen, auf gar keinen Fall. So, die Frage ist ja jetzt, warum lässt man sich das gefallen? Wenn in Deutschland irgendjemand scheitert in seinem Amt, fliegt er raus. Fliegt er raus. Wenn in einem Fußballverein der Trainer keine Leistung bringt, fliegt er raus. Aber die meisten Moscheen machen seit 30 Jahren nichts. Oder so gut wie nichts, Entschuldigung. Und was machen die Leute, die da in die Moschee gehen? Die bezahlen weiter, Spenden für die Moschee, wir müssen Spenden sammeln. Und dann gehst du zum Eid-Gebet. Und das Einzige, was vom Eid-Gebet übersetzt wird, von der Eid-Predigt ist, und nach dem Gebet, die ganze Zeit wurde Arabisch geredet. Ja? Und dann, der einzige Satz, der übersetzt wird, für die meisten, die kein Arabisch können, zumindest kein Hocharabisch, ist dann am Ende, und nach dem Gebet werden auch Spenden gesammelt. So. Warum machen wir da weiter mit? Überall auf der Welt, sobald jemand für die Allgemeinheit oder die Aufgabe nicht erfüllt, die er zu erfüllen hat, wird er rausgeschmissen und zwar achtkantig. Das sehen wir im Fußball, das sehen wir im Job, das sehen wir in der Politik, das sehen wir überall. Außer bei uns, außer in der Dauer. Da kann jeder immer weiter 40 Jahre scheitern und es wird erzählt, ja, aber, na ja, aber, es passiert nichts. Das heißt, wir haben noch nicht mal bei Sachen, wo wir null Gefahr eingehen, wenn wir solidarisch sind, null Gefahr eingehen, dass wir solidarisch sind. Schau dir jetzt an. Ich könnte es YouTube sehen. Ukraine. Da siehst du dann irgendwelche Leute, die stehen da in der Schlange, die sind 60 Jahre alt und wollen sich eine Waffe geben lassen und sagen, ja, wir sterben hier. Oder wir werden gewinnen und ich muss hier. Ich habe meine Familie nach Deutschland geschickt oder zur Flucht geschickt, aber ich kann mein Land hier nicht alleine lassen. So sieht die Sache aus. Leute, wir sind leider sehr, sehr weit entfernt. Aber es ist nicht zu spät. Wir müssen der Anfang sein. Und deswegen müssen wir die Botschaft verbreiten. Deswegen, Leute, hier fängt es an. Hier fängt es an. Ihr müsst euch zumindest trauen, diese Beiträge zu teilen.
Und nicht so viel Angst haben, dass einer kommt, ja, aber der Pierre Vogel, der ist doch dieses und jenes. Bitte teil das nicht, daher wirst du noch beobachtet vom Verfassungsschutz. Ich werde sowieso beobachtet, musst du sagen. Ich werde von Allah beobachtet. Gut, liebe Geschwister. Ja, du sagst es, die waren schockiert, als du gefragt hast, warum nicht übersetzt wird, ja. Deren eigenen Kinder verstehen die Predigt nicht, glaub es mir. Die eigenen Kinder verstehen die Predigt nicht. Du musst dir vorstellen, die Predigt in Hocharabisch ist für jemanden, der die Umgangssprache spricht, so als wenn da vorne jemand spricht und spricht Schweizerdeutsch. So ungefähr ist das. Ja. Wenn du jetzt jemanden schnell reden hörst auf Schweizerdeutsch, wie viel Prozent versteht ihr? Guck mal. Okay, jetzt nicht die Schweizer, die hier sind, aber jetzt eine Frage an euch. Okay. Wenn jemand Schweizerdeutsch schnell spricht, nicht in einer persönlichen Konversation mit dir, sondern da steht jemand vorne irgendwo oder die unterhalten sich untereinander in Schweizerdeutsch. Wie viel Prozent versteht ihr davon? Ich kann nichts zu den Taliban sagen, weil man dann sofort meine Seite wieder zumacht und dann ist der Livestream wieder für einen Monat gesperrt. Weil das ist übrigens der Grund, weil ich über die Taliban geredet habe, warum der letzte Kanal gelöscht wurde von Instagram, okay? Deswegen sage ich nichts über die Taliban. Nur damit ihr Bescheid wisst. Es ist einer der Hauptgründe. Ja, okay, du kommst aus der Schweiz. Nochmal. Wenn vorne jemand steht und redet Schweizerdeutsch, ja, wie viel Prozent versteht ihr? Wisst ihr, was das ist? Müsst ihr erst bei YouTube Schweizerdeutsch eingeben und selber auf die Probe stellen. Na gut, ihr schämt euch. Ihr denkt, 10%. 10%, okay, ich verstehe etwas mehr, würde ich sagen. Fast nichts. Ja, und so ungefähr ist das, 20%, okay, 0%, so ungefähr ist das, wenn jemand, der zu Hause Umgangssprache Arabisch redet, eine Chutba auf Hocharabisch hört. So ungefähr ist das. Gut, meine lieben Geschwister, ich wünsche euch dann was. Wir hören uns, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Solidarität geben. Schweizerdeutsch? Ich soll was sagen auf Schweizerdeutsch? Wer hat es erfunden? Der Vater. Okay, wir hören uns, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bruder, mehr Livestreams bitte, gerne. Nur, die Livestreams waren die ganze Zeit gesperrt. Versteht ihr? Weil ich nicht immer das sage, was Instagram gerne hören will. Macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.